Hallo und schönen guten Tag, herzlich willkommen zu meinem 364. Mathe-Video. Heute geht es um die Lösungen aus dem Video Nummer 363. Ich habe die hier nochmal aufgeschrieben. Erste Aufgabe, wir haben eine Parabel und eine Geradenschar. Welche Gerade der Geradenschar hat mit dem Geraden von f genau einen Punkt gemeinsam? Gemeinsame Punkte kriegt man über den Schnittpunktansatz. Gemeinsamer Punkt, das heißt, ich setze auf die linke Seite die, was ist das denn für eine hässliche Linie? Ich setze auf die linke Seite die Parabelgleichung und auf die rechte Seite kommt, das ist glaube ich nicht so gut, wenn das ist viel zu dünn, das sieht man überhaupt nicht. So ist das viel besser. Also jetzt ist das erstmal weg, jetzt machen wir das so. Also hier ist jetzt meine Parabelgleichung und auf der rechten Seite ist die Geradenschar. Jetzt muss man natürlich man darf das Ziel nicht aus dem Auge verlieren. Es geht, hier steht hier drüber, ein gemeinsamer Punkt, das heißt, ich muss das nach x hin auflösen und irgendwie muss das Ganze von s dann abhängig sein, aber man muss diese Gleichung erstmal nach x hin auflösen. Das ist eine quadratische Gleichung, deshalb multipliziere ich das mit 2, dann steht da x² ist gleich 4x plus 2s. Ich subtrahiere minus 4x minus 2s und bekomme x² minus 4x minus 2s gleich 0. Das löse ich jetzt auf nach der PQ-Formel, wobei p ist minus 4 und q ist minus 2s. Also bekomme ich x1 oder x2 gleich 2 plus oder minus Wurzel aus 4 plus 2s. So, es soll genau ein gemeinsamer Punkt sein. Genau ein gemeinsamer Punkt. Das bedeutet, ich darf hier nicht zwei Lösungen bekommen, sondern muss eine Lösung bekommen. Das wiederum bedeutet, dass diese Diskriminante, also das, was unter der Wurzel steht, muss 0 sein. Das habe ich hier unten drunter geschrieben. Und ihr seht, 4 plus 2s gleich 0 bedeutet s gleich minus 2. Mit s gleich minus 2 kriege ich x1 gleich 2 raus. Also die Stelle ist 2 und der y-Wert ist dann 1/2 mal 2 zum Quadrat, also ist auch 2. Ach so, habe ich hier minus 2. Für x gleich 2 und s gleich minus 2. Genau, 2, 2 steht da. Schauen wir uns nochmal bei den Aufgaben an. Aufgabe b, die Gerade aus 2a ist Tangente an f. Ja, die Gerade aus 2a, das steht also hier, ist y gleich 2x minus 2, ist Tangente an f. Das heißt, das bedeutet, Tangente bedeutet erstens, es gibt genau einen Schnittpunkt zwischen zwischen der Tangente und dem Graphen von f. Und zweitens, die Steigung beider Graphen an dieser gemeinsamen Stelle ist identisch. Also die Steigung der Parabel an dieser Stelle ist identisch mit der Steigung der Tangente an dieser Stelle. Ja, jetzt machen wir, das müssen wir beides nachweisen. Um jetzt das erste nachzuweisen, es gibt nur einen Schnittpunkt. Ja, schauen wir uns das noch einmal an. Ich habe also den Schnittpunktansatz gemacht, 1/2 x² gleich 2x minus 2. Man könnte das auch aus a argumentieren, aber ich mache jetzt nochmal ganz formal den Schnittpunktansatz. Das gibt wieder eine quadratische Gleichung, 1/2 x² minus 2x plus 2 gleich 0 mal 2, um auf die Normalform zu kommen, gibt x² minus 4x plus 4 gleich 0. Und das ist die zweite binomische Formel, x minus 2 in Klammern zum Quadrat gleich 0. Und die wird nur dann 0, wenn x gleich 2 ist. Das ist also richtig, es gibt nur einen Schnittpunkt. Und jetzt müssen wir die Steigung an der Stelle 2 bestimmen. Die Steigung dieser Geraden ist 2. Das sieht man hier an dem, das ist ja ein linearer Term und der Faktor vor dem x gibt also die Steigung an. Das ist schon mal das Erste. Das Zweite ist ein bisschen aufwendiger, wenn man, wie wir an dieser Stelle, die Ableitungsregel noch nicht kennt. Man muss den Differentialquotienten von f an x an der Stelle 2 ausrechnen. Das habe ich hier nochmal gemacht. Jetzt habe ich das ja schon ganz oft erklärt. Ihr seht, ich nehme wieder die H-Methode. Ich kann das etwas kürzer machen, f von 2 plus h minus f von 2 durch h.
gibt 1 halb 2 plus h in Klammern h, 2 plus h in Klammern zum Quadrat, das ist ja der y-Wert von 2 plus h minus f von 2 ist 2 durch h. Das ergibt 0,5 mal erste binomische Formel minus 2. Und wenn ich das ausrechne, bekomme ich die eckige Klammer mit 2 mit 1 halb multipliziert, gibt 2 plus 2h plus 1 halb h Quadrat minus 2, gibt 2h plus 1 halb h Quadrat, weil die beiden Zweien wegfallen. Und wenn ich das jetzt als Einbruch schreibe, kann ich das h kürzen. Wenn ich das als zwei Brüche schreibe, kann ich das h kürzen, dann kriege ich raus 2 plus 1 halb h und der Grenzwert davon ist 2. Das heißt, die Steigung meiner Funktion f an der Stelle 2 ist ebenfalls 2 und die Tangentensteigung war ja auch 2. 2c gucken wir uns nochmal an. Zur Tangente aus 2b soll die Normale bestimmt werden. Dazu muss ich erst einmal die Tangentengleichung aufstellen. Der Punkt, um den es geht, ist der Punkt 2, 2. Die Tangentensteigung war 2. Und es gilt die Beziehung zwischen Tangentensteigung und Normalensteigung. Ganz wichtig, seht ihr, mt mal mn, also steigen der Tangente mal steigen der Normalen ist minus 1. Und wenn die Steigung der Tangente 2 ist, dann ist die Steigung der Normalen minus 1 halb. So, jetzt kann ich die Normale ermitteln. Ist ja eine lineare Funktion, deshalb bekomme ich y gleich mx plus n. Die Steigung der Normalen ist minus 1 halb, habe ich eingesetzt. Das hier heißt p0. Jetzt setze ich den Punkt p0 ein, also x gleich 2 und y gleich 2. Deshalb steht hier eine 2 und hier steht auch eine 2. Ich könnte das mal so mit so einem Stift machen. Hier steht eine 2 und hier steht auch eine 2. Und dann seht ihr, 2 ist gleich minus 1 plus n oder n ist 3, also ist die Steigung, die Gleichung der Normalen y gleich minus 1 halb x plus 3. Ja, das ist, glaube ich, klar. 2d, gucken wir uns nochmal an. Welche gemeinsamen Punkte gibt es zwischen der Normalen aus 2c und dem Graphen von f? Ihr seht wieder, was wir schon gemacht haben. Das ist die Geraden, das ist die Funktion der Graph und das ist die Normale. Und wenn ich nach den gemeinsamen Punkten frage, mache ich natürlich wieder den Schnittpunktansatz. Das ist so Standard. Also 1 halb x Quadrat gleich minus 1 halb x plus 3. Das ist eine quadratische Gleichung. Ich habe jetzt zuerst mit 2 multipliziert. X Quadrat gleich minus x plus 6. Dann habe ich x addiert und 6 subtrahiert. Gut. X Quadrat plus x minus 6 gleich 0. Dann ist x1, x2 nach der PQ-Formel. Minus 1 halb plus minus Wurzel aus 1 Viertel plus 6. Das sind 6 1 Viertel oder 25 Viertel und die Wurzel aus 25 Viertel ist 5 halbe. Es steht hier. Also minus 1 halb plus 5 halbe sind 2 und minus 1 halb minus 5 halbe sind minus 3. Also gibt es zwei verschiedene Schnittstellen, einmal 2, 2 und minus 3, 4,5 die y-Werte muss man dann natürlich ausrechnen. Ja, das waren die Lösungen. Ausblick sind Ausblick ab ist die Ableitungsfunktion. Anstatt von einem Graphen immer wieder neu den Grenzwert, den Differentialquotienten an irgendeiner Stelle zu ermitteln, kann man natürlich das auch an einer allgemeinen Stelle machen und daraus dann eine Funktion machen, dass es also zu jeder Stelle x eine Ableitung ein Ableitungsterm gibt, das ist dann die Ableitungsfunktion, haben wir oft schon jetzt hier benutzt, mache ich im nächsten Video nochmal etwas ausführlicher und im übernächsten Video gibt es dann den Beweis der ersten einfachen Ableitungsregeln. Wenn euch das Spaß macht, empfehlt ihr mich weiter und hört mir weiterhin zu. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage Tschüss.